Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst möchte ich mich entschuldigen, dass ich nach der Rede leider gehen muss, weil ich auf einer Europakonferenz meiner Fraktion zu sprechen habe. Das ist also nicht, dass mich das nicht interessiert. Ich verspreche Ihnen auch, alle Reden zu diesem Debattenpunkt werde ich anschließend lesen. Wenn wir über Religions- und Glaubensfreiheit diskutieren, müssen wir auch die europäische Geschichte uns betrachten. Sie alle wissen, im Mittelalter vom 11. bis 13. Jahrhundert gab es entsetzliche Kreuzzüge. Gewaltsam wurde das Christentum durchgesetzt. Wenn heute über Flüchtlinge gesprochen wird, sollten wir auch an andere Teile der europäischen Geschichte denken. Es waren die Europäerinnen und Europäer, die Nord-, Mittel- und Südamerika besetzten, die die indigene Bevölkerung zum Teil grausam umbrachte und unterdrückte. Sie brachten ihre Sprachen, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, auf den amerikanischen Kontinent, setzten ihre Sprachen, ihre Kultur und ihre Religion durch. Es waren Europäerinnen und Europäer, die Australien besetzten und ihre Sprache, Kultur und Religion gegenüber den Aborigines gewaltsam durchsetzten. Trotz der gegenteiligen Unrufe von ganz rechts, eine solche Gefahr besteht für Europa gegenwärtig überhaupt nicht. Nach den demokratischen Revolutionen in Europa wurde die Religions- und Glaubensfreiheit zu einem wichtigen Gut, allerdings mit wesentlichen Einschränkungen. Wenn ich an die zahllosen Pogrome gegen Menschen jüdischen Glaubens in vielen europäischen Ländern und die millionenfache Ermordung von Jüdinnen und Juden durch Nazi-Deutschland denke. Durch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen wurde die Religions- und Glaubensfreiheit nach 1945 als allgemeines Menschenrecht weltweit gefordert. Dazu gehört auch, dass Religion freiwillig ist, wie Sie es gesagt haben, Herr Kauder, man sich also auch entscheiden darf, nicht religiös zu sein. In vielen Verfassungen wird seit dieser Zeit die Religions- und Glaubensfreiheit garantiert, aber die Praxis sah und sieht anders aus. Die staatssozialistischen Länder zum Beispiel benachteiligten einen Teil der gläubigen Menschen, gaben ihnen keine Chancengleichheit. Unvergleichlich und viel schlimmer erleben wir die Dinge heute. Al-Qaida und der Islamische Staat verfolgen und jagen Schiiten, also andere Muslime, Jesidinnen und Jesiden und Christinnen und Christen. Ich hätte wirklich nicht geglaubt, in meinem Leben eine solche Verfolgung von Christinnen und Christen noch zu erleben, aber sie geschieht auf barbarische und brutale Art und Weise. Die Welt ist aber gelegentlich verkehrt gestrickt, wenn Sie auch mit Assad nicht reden. Aber er schützt die Christinnen und Christen, während andere in Syrien sie jagen und verfolgen. Und in Europa? In Europa gibt es eine immer stärkere Diskreditierung von Menschen islamischen Glaubens. Das widerspricht klar dem Stand unserer demokratischen und kulturellen Zivilisation. Wir müssen die Religions- und Glaubensfreiheit auch für Menschen muslimischen Glaubens garantieren. Allerdings wird der Islam auch von Extremisten missbraucht, um Gewalt zu rechtfertigen. Diesen Missbrauch hat es vor einigen Jahrhunderten, wie dargestellt, auch mit dem Christentum gegeben. Schon deshalb müssen wir entschieden gegen diesen Missbrauch der Religion auftreten. Ich wünsche mir, dass gerade auch die Organisationen friedlicher Muslime in Deutschland sich so entschieden wie möglich in Verlautbarungen auf Demonstrationen und Kundgebungen von diesem Missbrauch ihrer Religion distanzieren, ihn verurteilen. Die AfD erklärt, dass der gesamte Islam nicht zu Deutschland gehöre. Sie beschränkt sich nicht auf den politischen Islam, auf den Missbrauch der Religion, sondern will eine gesamte Religion ausschließen. Sie will Minarette, Schleier, Muezzinrufe verbieten. Zu den Schleiern werde ich noch was sagen. Außerdem will sie Spenden aus dem Ausland zum Bau von Moscheen verbieten. Da nach dem Grundgesetz Menschen, aber auch Religionsgemeinschaften gleich zu behandeln sind, bedeutete das auch das Verbot von Spenden für den übrigen Kirchenbau. Wenn man allein an das Verhältnis unserer katholischen Kirche zum Vatikan denkt oder der russisch- und griechisch-orthodoxen Kirchen zu Russland und Griechenland, wird einem die Absurdität und Abenteuerlichkeit dieser Idee sofort klar. Die anderen Forderungen der AfD verletzen schwer und eindeutig den Artikel 4 Absatz 1 und 2 unseres Grundgesetzes. Ich zitiere wörtlich Absatz 1.
Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Absatz 2. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Stellen Sie sich vor, die AfD käme umfassend an die Macht. Sie müsste entweder den Artikel 4 Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes streichen oder wie die polnische Führung das Bundesverfassungsgericht entmündigen, denn dieses Gericht würde Gesetze zur Einschränkung, zum faktischen Verbot einer Religionsausübung immer als grundgesetzwidrig aufheben, oder sie müsste das Bundesverfassungsgericht ganz abschaffen. Als nicht religiöser Mensch sage ich Ihnen heute, Gott sei Dank wird die AfD einen solchen weitgehenden Einfluss wohl nicht bekommen. Eine Bitte an die Medien. Wenn man in den Medien Muslime sieht und hört, dann rufen sie entweder so laut nach Allah, dass manche Menschen bei uns Angst bekommen, oder sie sprengen sich als Selbstmordattentäter gerade in die Luft. Wie wäre es damit, einmal die Millionen friedlich betenden, arbeitenden und gastfreundlichen Muslime, die sich um ihre Kinder, ihre Angehörigen, ihre Freundinnen und Freunde kümmern, zu zeigen? Das ist keine Nachricht. Ich glaube, es wäre zurzeit eine besonders wichtige Nachricht. Noch was zur Kleidung. Ich denke an das Kopftuch und die Burka. Also, wenn es nicht unbedingt nötig ist, sollte sich der Staat nicht in die Kleidung seiner Bürgerinnen und Bürger einmischen. Wenn Mädchen und Frauen ihre Kopftücher tragen wollen, dann ist das ihre Angelegenheit. Wenn sie aber dazu gegen ihren Willen gezwungen werden, dann müssen wir sie schützen. Dasselbe gilt für die Burka, auch wenn ich Menschen lieber ins Gesicht sehe. Allerdings muss es hier auch bei Freiwilligkeit Einschränkungen geben. Erzieherinnen, Lehrerinnen, Beschäftigte im öffentlichen Dienst mit Publikumsverkehr, Richterinnen, Staatsanwältin, Notarinnen, Rechtsanwältin und andere müssen bei ihrer Arbeit ihr Gesicht zeigen für die Kinder, für andere Bürgerinnen und Bürger, für die Öffentlichkeit. Außerdem gibt es Kontrollen, bei denen das Gesicht gezeigt werden muss. Mit anderen Worten, das Notwendige müssen wir regeln und ansonsten die Freiheit der Menschen einschließlich der Religions- und Glaubensfreiheit mit dem Recht auch auf Freiheit von der Religion achten. Es gilt, diese Freiheit in Deutschland durchzusetzen und weltweit dafür zu streiten. Für Menschenrechte kann man sich nicht je nach politischer Gegebenheiten einsetzen, wie es die Bundesregierung macht. Sie schweigen zu vielen Menschenrechtsverletzungen von Erdogan und in anderen Fällen nutzen sie das sogar als Begründung für militärische Aktionen. Das ist höchst unglaubwürdig. Für Menschenrechte muss man sich immer und gegenüber jedermann einsetzen, sonst wird man diesbezüglich unglaubwürdig. Frank Schwabe ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion.